Wir haben hier einmal die 666, nicht, als ein Rad dargestellt. Ja. Die 666 ist ein Symbol aus der Johannes-Offenbarung, also aus einem biblischen Buch, nicht, und ist dezidiert belegt für das große Tier, als Gegenspieler Gottes, letztlich für Satan gedacht. Ja, wir haben hier Pentagramme, die im Zusammenhang dieser Symbolik eindeutig auf Satanismus schließen lassen. Wir haben hier einen gehörnten Kopf. Nicht? Oft ist der Gehörnte als Baphomet auch Sinnbild für okkult-ideologische Gruppen. Ich sehe daraus, dass sie hier das Rot eingekreist hat, dass das ein Ritual geschehen ist, wo durchaus eine Opferung stattgefunden haben muss. Was ganz typisch ist, sie hat hier unten Worte umgedreht geschrieben. Nicht? Und das ist also eine alte Lehre, die sagt, nicht, du kriegst einen neuen Zugang zu den Sinninhalten, wenn ich etwas umdrehe. Was heißt das Einführungsritual? Dass die einen das lernen oder lehren, was wichtig ist, um zu leben. Dass man zum Beispiel sich freut, wenn man einen wehtut, weil das besser ist für alle. Die haben zum Beispiel uns also Strom reingemacht in uns, so an uns. Und die haben uns in einen Käfig gesperrt und haben dann Hunde auf den Käfig laufen lassen. Und damit haben die versucht, dass man gefügig wird. In all diesen Systemen geht es primär nicht unbedingt um die Anbetung von Satan, Teufel, Luzifer, sondern es ist eine Art Selbstvergottungssystem. Der Mensch will werden wie Gott. Nicht? Und von daher muss er sich natürlich als Mensch nach Vorstellung der Satanisten oder der Okkultideologen Energie zuführen. Und die bekomme ich eben unter Umständen ganz stark durch das Konsumieren von Blut. Nicht? Blut ist eben der Sitz des Lebens, im Blut ist der Sitz des Lebens. Nicht? Und wenn ich dieses Blut konsumiere, dann bekomme ich zum Beispiel die Energien. Die haben uns Verletzungen gemacht am Körper. Schnitte. Was weißt du noch? Dass die uns oft gefesselt haben an so eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau. Geschlagen und mit einer Peitsche. Die haben uns ganz oft missbraucht. Das haben die dann immer gemacht, wenn sie mit den anderen Sachen fertig waren. Lucy hat viele Schnitt- und Brandnarben. Auch die beweisen nichts. Die Polizei tut sich schwer mit anonymen Aussagen. Ohne handfeste Anzeige sind sie handlungsunfähig. Da steht Persönlichkeitsschutz vor Opferschutz. Das Problem, was Polizei und Justiz allgemein hat, ist, dass wir in der Regel nur dann tätig werden können, wenn wir mehr als nur einen Anfangsverdacht haben. Das heißt, wenn uns über Straftaten berichtet wird, die dem Paragraphen 163 der Strafprozessordnung unterliegen. Das heißt, Offizialdelikte sind, muss die Polizei zwar tätig werden, aber wenn im Grunde niemand bereit ist, etwas dazu zu sagen und wir dadurch auch keine Möglichkeit haben, Sachbeweise zu finden, fällt es schwer, solche Straftaten tatsächlich auch aufzudecken. Was heißt das denn? Also wenn ein Opfer mit einer eigenen Geschichte kommt, dann kann es doch nicht Beweise schon in der Tasche führen. Nein, aber das Opfer muss zumindest bereit sein und in der Lage sein, auch etwas dazu zu sagen und das zu unterschreiben. Also es braucht eine Anzeige. Ich brauche eine Anzeige, um tätig zu werden.
Annette hat bei der Polizei in Hamburg Anzeige gegen die Eltern erstattet und eine Selbstanzeige. Man habe sie zum Töten gezwungen. Sie ist keine multiple Persönlichkeit. Ihre Kindheit schildert sie als Doppelleben. Die heile Welt eines Pastorenhaushaltes in Bielefeld, die zerstörerische Welt in einer Sekte. Meine Eltern haben mich dort eingeführt, als ich circa 4 Jahre alt war. Da habe ich die erste Erinnerung daran, wie ich dazu angehalten wurde, eine Katze zu töten als 4-jähriges Mädchen. Und nach wurde ich dann immer tiefer in diese Gruppe eingeführt. Zum Teil sah das so aus, dass ich zuschauen musste, wie andere Kinder missbraucht wurden. Ich möchte eine Situation beschreiben, wie ich einmal meinen älteren Bruder gesehen habe. Da war er circa 11 oder 12 Jahre, ich entsprechend jünger, 2 Jahre jünger, wie er während einer Misshandlung oder kurz nach einer Misshandlung wie ein seelenloser, nur noch schreiender und zuckender Körper vor mir lag. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich mir damals geschworen habe, das werden sie niemals mit mir schaffen. Was ist aus deinem Bruder geworden? Mein Bruder hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, hat sich erschossen. Eine Bestätigung ihrer Aussagen kann ihr Bruder nun nicht mehr liefern. Auch Antje sucht Hinweise, Zeugen, Beweise. Sie ist sich sicher, dass unter den maskierten Tätern auch ihre eigenen Eltern waren. Und sie hätte eine Zeugin, Sandra, ihre 4 Jahre jüngere Schwester. Mehr als 10 Jahre haben sich die beiden nicht gesehen. Sie haben den Kontakt zueinander und zur Mutter abgebrochen. Die Vergangenheit war zu schmerzlich. Gemeinsam wurden sie Pädophilen angeboten. Dieses Foto ist ein typisches Anbieterfoto. Diese Art Fotos kursierten in pädophilen Kreisen. Man erkennt, wir sind in Hündchenstellung, wir sind positioniert. Meine rechte Hand ist genau zu sehen mit dem goldenen Ehering, der dafür steht, dass ich für alles zu gebrauchen bin, gefügig und gehorsam alles tue, was von mir verlangt wird. Und auch meine Schwester signalisiert durch die herausgesteckte Zunge, dass mit ihr was anzufangen ist. Wir haben Antjes Schwester gesucht und sie schließlich ausfindig gemacht. Ihre Adresse ist geheim. Anders als die ältere Schwester ist Sandra nicht multipel geworden. Sie erklärt sich bereit, bei der Suche nach Hinweisen, Namen und Orten zu helfen und bei der Polizei auszusagen. Beide Frauen bezeugen ohne jede Absprache und getrennt voneinander dieselben Rituale bis ins Detail. Sehen wollen sie sich noch nicht. Haben die wirklich an Satan geglaubt? Also die Mutter ja. Das glaube ich. Die glaubt an diese dunkle, kräftige Macht und die glaubt, dass ihr das auch die Macht gibt, jemand zu sein, der sie eigentlich gar nicht ist und die Macht zu haben, nicht mehr Opfer zu sein, also ja, ein Machtgefühl zu haben. Doch, die ja. Die konkreten Aussagen decken sich teilweise und ergänzen sich in Teilen auch. Macht das den Fall glaubwürdiger? Auf jeden Fall. Es ist allgemein bekannt, dass eine Geschichte, die von einem erzählt wird, natürlich weniger, gerade in diesem Bereich sind es ja sehr unglaubliche Geschichten, wenn die von einem erzählt werden, natürlich eher in den Bereich der Fantasie abgedreht werden können, als wenn noch ein weiterer das Ganze bestätigt, möglicherweise auch noch unabhängig von diesem ersten Zeugen. Antje erinnert sich besonders an eine Nacht, da war sie 9 Jahre alt. Es sollte eine Nacht mit einem ganz speziellen Ritual werden. An dieser Nacht, die auch konkret in der Kirche stattgefunden hat, da bin ich mir sehr, sehr sicher, habe ich meine Weihe, wenn man das so nennen möchte, bekommen, um bestimmte satanische Kräfte zu empfangen und zu kanalisieren. Wir sind auf den Friedhof